Hallo und herzlich willkommen zu Natur, Land, Wirtschaft und der zweiten Folge von unserem Kurzpodcast zu nachhaltigen Wegen aus der Krise unserer Landwirtschaft. Ihr lernt auch heute wieder Menschen und Betriebe kennen, die als PionierInnen den Wandel selber in die Hand genommen haben und zeigen, wie ein gutes Leben in der Landwirtschaft heute und morgen aussehen kann. Mein Name ist Felix Remter, ich bin Umweltanthropologe und forsche an der Katholischen Stiftungshochschule in Benediktbeuern zu Krisen und Wandel in der Landwirtschaft. Das ist ein Thema, zu dem ich auch einen persönlichen Bezug habe, weil ich viele Freunde und Bekannte in der Land- und Forstwirtschaft habe. Und daher ist es mir in meiner Arbeit auch wichtig, Forschung und Anwendung so zusammenzubringen, dass möglichst viele was davon haben. Das ganze Projekt ist vom Bayerischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst finanziert. Und wie ihr aus der letzten Folge wisst, habe ich den Podcast zusammen mit dem Radiojournalisten David von Westphalen entwickelt und produziert. Und gemeinsam führen wir euch auch heute wieder durch die kommenden Geschichten und Themen. Mitgearbeitet haben außerdem Studierende der Hochschule, die und alle anderen lernt ihr gleich kennen. Hallo David. Hallo Felix. Nochmal zur Erinnerung. Die Landwirtschaft in Deutschland steht unter Druck. Wegen einer ganzen Reihe an Krisen, nämlich ökologischen Krisen, geopolitischen, Krieg. Um damit besser umgehen zu können, muss die Landwirtschaft sich anders aufstellen, also besser aufstellen. Darum gibt es neue politische Leitlinien, also wie und was wird von der EU gefördert, neue Tierwohl- und Umweltauflagen und so weiter. Die sollen jetzt von den Bauern und Bäuerinnen alle umgesetzt werden, die aber gleichzeitig das Gefühl haben, dass ihre Mühen gar nicht anerkannt werden durch die Gesellschaft. Und tatsächlich wissen die wenigsten Menschen, unter was für einem Druck vor allem die bäuerliche Landwirtschaft steht, die bei uns in Bayern zum Beispiel den Großteil der Betriebe ausmacht. Und immer noch sterben bei uns weiter Höfe, weil die Arbeitslast ist eh schon vergleichsweise hoch und dann kommt noch der ökonomische und jetzt der gesellschaftliche Druck dazu. Das ist natürlich frustrierend und wenn die Stimmung dann auch noch populistisch ausgenutzt wird, wird es natürlich schwierig, da gemeinsam was dran zu ändern, Lösungen zu finden. So, und jetzt gibt es ja Gott sei Dank neben diesem ganzen politischen Gefeilsche Pionierbetriebe. Genau. Und zu solchen Betrieben, die eben aus der Landwirtschaft selbst heraus ihre Transformation angehen, haben wir unsere Studierenden geschickt. Und ich habe mich dann mit ihnen über ihre Recherche unterhalten. In der letzten Folge war es der Bohrhof und die Potenziale von Permakultur und Direktvermarktung, die wir kennengelernt haben. Und heute geht es um zwei Betriebe, die jeweils sehr unterschiedliche Sachen machen, die sich aber überraschend ergänzen. Genau. Und zwar um einen Betrieb, der mit Heumilchwirtschaft arbeitet und mit Mutterkühen, auch wieder im Zusammenhang mit Direktvermarktung. Es geht aber außerdem auch um den Humusaufbau in Böden und die CO2-Speicherung in Böden und wie damit auch in der Landwirtschaft Geld verdient werden kann. Durch den Einsatz von Pflanzenkohle im Boden. Jetzt aber zuerst zu den Kühen, der Heumilch und dem Humus und damit zum Kornshof. Und da springen wir jetzt einfach mal direkt zu Katrin, Agnes und Johanna. Also ich bin die Katrin. Agnes, hallo. Ich bin die Johanna. Katrin, Agnes und Johanna haben dir den Kornshof vorgestellt. Wie beim Bohrhof auch, hatten zumindest die Agnes und die Johanna auch wieder einen sehr persönlichen Bezug zur Landwirtschaft. Zur Landwirtschaft? Teilweise. Ich habe nämlich einen Almsommer gemacht. Ja, ich habe absoluten Bezug zur Landwirtschaft. Bin dort aufgewachsen, habe alles mitgemacht mit Kälberziehen und Kaiserschnitt und Melken und Käse machen und Schlachtung, gehört ja auch dazu. Und habe sogar insgesamt 4 Almsommer gemacht. Ja. Alleine zuständig für eine Schar Rinder und Weidepflege, Melken, Käse machen, Leute bewirtschaften. Ich falle so ein bisschen aus der Reihe. Ich bin so das typische Stadtkind. Vermute ich. Felix, du als Forscher, ändert das was, wenn man so einen direkten Bezug hat zu seinem Forschungsthema? Also ich meine, braucht es nicht ein bisschen Distanz? Im Journalismus sind viele sehr bedacht darauf, eine Distanz zu haben und auch von anderen zu verlangen, Distanz zu haben, eine gewisse zu ihrem Forschungsgegenstand. Aber das unterscheidet sich doch eigentlich nicht, oder? Weil es braucht doch im Journalismus auch die richtige Mischung aus Nähe und Distanz. Ja, finde ich schon auch. Aber zu viel Nähe ist halt gefährlich, weil sie einem so den Blick fürs große Ganze verstellt, was auch eine Aufgeschlossenheit für ganz andere Perspektiven verhindern kann.
klar. Also das muss man schon ganz klar offenlegen, wenn man persönlich involviert ist. Also wie das Wissen gewonnen wird, unter was für Umständen und wie die eigene Perspektive darauf ist, das muss man auch in der Wissenschaft transparent und nachvollziehbar machen. Das ist total wichtig und das machen wir jetzt gerade auch hier eigentlich. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es da eine Mischung braucht aus Nähe und Distanz, weil zu viel Distanz sorgt halt dann auch schnell dafür, dass man aufgrund von eigenen Vorannahmen eventuell an den tatsächlichen Belangen von den Leuten, also zum Beispiel der bäuerlichen Landwirtschaft, einfach vorbeiforscht und in Interviews vielleicht die ganz falschen Fragen stellt und auch die Antworten vielleicht einfach falsch interpretiert. Ja, zum Beispiel nach einem Schema, was man selber festgelegt hat, noch bevor man überhaupt das Feld betreten hat, oder bevor man überhaupt das Feld mal von innen gesehen hat. Also wahrscheinlich braucht es einfach ein Wechselspiel. Genau, so ein Wechselspiel ist total wichtig, weil Nähe und Distanz, die kontrollieren sich in gewisser Weise gegenseitig in der Forschung. Mhm. Wir haben tatsächlich sogar einen Begriff dafür in der Wissenschaft, und zwar nennt man das Grounding, also Erden. Also optimal, das passt nämlich genau zu unserer Folge, weil es um Erde gehen wird und Felder. Und Kühe. Die Studierenden haben sich den Kainshof im Chiemgau ausgesucht, oder Kornshof, wie man hier jetzt eben auch sagt. Wir sind mit dem Auto eben von Benedikt Beuern zum Hof ins Chiemgau gefahren. Und erstmal hat man keinen Menschen gesehen, irgendwie standen aber alle Türen offen. Also man kam hin und hat sich sofort wohlgefühlt und irgendwie so. Die Kinder haben uns eine Hoftour gegeben. Oh, die haben ja schön. Kommen wir nach hier. Was fressen die gern? Schafe. Blut. Ah, Gras, ja. Und Blut. Und Brot mengen sie auch noch. Ja. Was habt ihr noch da? Haben die Facken auch da? Und alleine schon, dass die Kinder wissen, wie denn das jetzt euch schon läuft. Ja, wir haben viele Facken. Wie viel? Semi-Achte-Fünfig. Wie heißen die Facken? Bello und Susi. Schau, das ist so schnucklig. Ja, das ist so schnucklig. Irgendwann kam der Sepp, das ist der Hofbauer, kam dann dazu und dann waren wir erstmal in der Küche. Ja, du darfst dir nicht mehr kurz vorstellen. Ich bin der Forstner Sepp, bin 34 Jahre alt, bewirtschafte da in Rankam den Kainshof mit meiner Frau und seinen drei Kindern und mit meinen Eltern. Da bewirtschaften wir einen Grünlandbetrieb oder Milchviehbetrieb mit Heumilchwirtschaft und 100 Kühe circa. Grünland, Milchvieh, Heumilchwirtschaft heißt, dass er die Kühe ausschließlich mit Heu füttert. Also der Sepp hat den Hof 2014 übernommen und wurde Betriebsleiter. Übernommen von seinen Eltern, die den Hof schon 1986 auf Bio umgestellt hatten. Mit meinen Schwiegereltern bewirtschaften wir noch den Betrieb von meiner Frau daheim. Da haben wir unsere Jungviehaufzucht und Ackerbau. Wir machen Heumilch seit 2015. Da haben wir dann Stallbad. Und eine eigene Heutrocknung. Seit 2017 wird das honoriert von der Andechsermolkerei Scheitz. Jetzt stellt sich ein bisschen die Frage, Felix, wie viel wir übersetzen wollen oder müssen. Ich glaube eigentlich nicht, dass wir da viel übersetzen müssen. Das versteht man ja schon. Sag mal, was Milli heißt. Milli ist Milch. Okay, 86, da würde ich gerne nochmal einsteigen. Das Jahr, an dem die Eltern auf Bio umgestellt haben. 86, da ist ein krasses Jahr. Waren wir 6 Jahre alt. Tschernobyl, 5 war ich. Da war alles. Tschernobyl war da. Die Grünen waren zum ersten Mal im Bundestag als Partei. 86 wurde das Umweltbundesministerium gegründet. Bis dahin gab es kein Umweltbundesministerium. Und das hieß damals übrigens für Umweltschutz und Reaktorsicherheit. Da waren die ganzen Anti-Atomkraft-Demos, Wackersdorf, saurer Regen, Waldsterben, rettet die Wale, Aufkleber hinten auf dem Bulli. Also Hochphase der Ökobewegung der 80er Jahre. Gleichzeitig aber auch Hochphase der Wirtschaftsliberalisierung im Agrarsektor und schon seit den 60ern brutal Wachs oder Weiche, also Höfe sterben. Und
Das muss natürlich klar sein, dass die Forstner Familie, wenn sie so hießen, also die Eltern vom Sepp, vermutlich wirklich keine Aktivistinnen waren in dem Sinne, also jetzt nicht irgendwie Steine auf Polizisten bei Wackersdorf geworfen haben, sondern zunächst mal eine Familie, die einen Betrieb in der 6. Generation zu führen hatte, von dem sie leben mussten und den sie auch ihren Kindern vererben wollten. In der Landwirtschaft gibt es ja da so einen schönen Spruch, der Betrieb gehört dir nie. Im Endeffekt bewirtschafte ich den Betrieb nur für die Generation nach mir. Zuerst bewirtschaften für die Nachfolgegeneration und danach hast du ihn abgeben und die Generation nach dir bewirtschaftet für deine Enkel. Also du bist nie Inhaber. Es ist immer der Nächste, der Inhaber des Betriebs. Dass du nicht für dich selber arbeitest, sondern dass der vor dir schon für dich gearbeitet hat und du jetzt auch bloß für den Nächsten arbeitest. Also man muss dann halt auch dankbar sein für das, was die Vorgänger für einen da haben. Was ihnen da 1986 in der Zeit besonders schwer gemacht wurde. Genau, die bäuerlichen Betriebe, die standen da genauso unter Druck wie heute. Will man jetzt einfach brutal wachsen oder will man es einfach sein lassen? Oder entscheidet man sich, Dinge irgendwie auf eine Art und Weise anders zu machen, um sich aus diesen Problemen ein Stück weit auch rauszuwinden? Vorher ist man aber schon zum Chiemgauer Bauernmarkt gegangen und hat da in Bad Aibling beim Ziegenhain Milch verarbeiten lassen und den Käse und den direkt vermarktet, weil die biologische Landwirtschaft noch nicht so weit war und auch nicht honoriert worden ist. Von den Verbrauchern allgemein noch nicht wertgeschätzt und auch nicht bezahlt. Und deswegen haben die schon auf Eigenvermarktung gesetzt. Seit 2020 haben wir jetzt eine eigene Hofmolkerei, wo wir unser Milch zum Teil selbst vermarkten. Genau, also wir stehen jetzt praktisch im Altgebäude, im alten Stall. Und da wird jetzt 2020 hier praktisch dann die Molkerei eingebaut. Da ist unsere Rohmilchannahme. Von der Milchannahme dann die Flaschen und dann nochmal Apfelanlage. Und ein Pasteur, ein Durchlaufpasteur, der das dann in unseren pasteurisierten Tankenreihe verarbeitet. Und von da weg fangen wir dann zu verarbeiten an, dass wir da die Milch abfüllen, beziehungsweise dass wir da dann einen Käse oder einen Butter machen. Dann geht es hinaus in die Kühlung und von der Kühlung dann wieder in die Kühlung. Ah, okay. Also eine eigene Molkerei aufgebaut, nur für ihren Hof. Ja, in der Regel holt ja die Molkerei alles ab. Also die kommen da hin mit dem Milchtank und zahlen den Rohmilchpreis. Und ab dann ist der Viehbetrieb raus. Und warum machen die das jetzt dann alles selber? Oder zum Teil selber? Das ist doch vor allem total teuer und aufwendig. Ja, man muss halt erstmal investieren. Er hat auch mehrmals erklärt, dass er damit in Vorleistung geht, was das Finanzielle angeht. Und er macht es, dass die Verbraucher einfach wissen, wo bekommen sie ihr Produkt her, dass eben die Wertschöpfung beim Hersteller bleibt. Oder so viel wie möglich. Das ist bei denen jetzt so eine Mischung, weil er sagt ja, dass sie auch bei der Andechser Molkerei sind. Das heißt, ein Teil der Rohmilch geht an die Andechser Molkerei, ein Teil davon vermarkten sie direkt und dann vermarkten sie halt Käse oder irgendwelche verarbeiteten Produkte, die sie von der Molkerei aber wieder zurückbekommen, die vermarkten sie dann auch wieder selbst. Das heißt, sie haben da eine breite Palette, ein Teil der Arbeit haben sie aber schon ausgelagert auch an die Andechser Molkerei. Also das ist auch wieder so eine Methode, sich von größeren Zusammenhängen, globalen loszulösen, oder? Ja, oder auch ganz lokalen. Also das ist halt so eine Geschichte mit den Milchbauern und den Molkereien. Also eine eher tragische Geschichte, muss man leider sagen, weil das ist ja klar, wenn der Rohmilchpreis niedrig ist, aber die Milchprodukte im Supermarkt nicht total günstig, sondern vielleicht auch eher teuer sind. Dann ist klar, wo das Geld am Ende hängen bleibt. Nicht bei den Milchbetrieben. Genau, natürlich auch im Einzelhandel, aber das ist wirklich ein langer Kampf. Es gab dann genossenschaftliche Molkereien, die quasi von den Milchbetrieben selber als Kollektiv betrieben werden. Aber trotzdem, die stehen ja auch unter dem Wachstumsdruck und wir haben das mal nachgeschaut. In den 60er Jahren hatten wir in Deutschland an die 3000 Molkereien und in den 80ern waren das schon nur noch 600. Und heute haben wir in Deutschland noch 200 Molkereien. Das heißt, wir haben nicht einen Mangel an Molkereien, sondern es gibt einfach große Molkereien. Und die haben halt relativ viel Macht in dem System. Ich erinnere mich an die Proteste, bei denen die Bauern Milch auf die Felder geschüttet haben. War das das? Genau, da gab es viele Proteste und genau, Milch ist dann wenigstens noch Dünger im Feld. Oh Mann, der Markt regelt das. Ne? Also für die Landwirtinnen ist das Verhältnis Landwirte-Molkereien nicht so toll, ja? Naja, die Macht und die Wertschöpfung ist da auf jeden Fall etwas ungleich verteilt. Es sei denn, man stellt sich breiter auf und vermarktet auch direkt, wie beim Bohrhof aus der letzten Folge.
Genau, und beim Keinshof geht es ja auch über die Milchprodukte hinaus. Okay, also ja, bei der Selbstvermarktung ist mit dabei eben das Fleisch von den Rindern, Schweinen, Hühnern, Schafen. Eier auch? Haben die Eier auch? Ja, Eier haben sie auch. Eine Mischung. Also wirklich eine Mischung, breit aufgestellt. Genau. Jeder Betrieb, der direkt vermarktet, der muss da ja auch seinen individuellen Weg finden, was bei ihm funktioniert, wofür sie die Fläche haben und auch das Können. Und dann hat man plötzlich ganz andere Möglichkeiten, weil man nicht einem Großkonzern zuliebe alles rauspressen muss, aus sich, aus dem Land, aus den Tieren, aus der Zukunft und so weiter. Und das sieht man dort an dem Keinshof auch. Die arbeiten anders mit den Tieren, mit sich selber. Der ganze Betrieb ist anders ausgerichtet. Also weil ich finde, es riecht so gut da herin und jetzt hat es noch nicht einmal... Also, das ist nur das Alte. Ja, ja, aber wie darfst du ein Hai-Geruch schreiben? Nach diesen Kräutern und ja, ich fand den Vergleich mit dem Tee, hat er ja ganz gut erklärt, wie er das sagt, dass das nicht nur für uns Menschen natürlich auch gut ist, je mehr Kräuter und Gräser da drin sind, sondern eben auch für das Tier. Wie beschreibst du der Hai? Also, Hai muss gesund riechen, im Endeffekt wie ein bisschen Kräuter. Das rein vom Prinzip her muss alles drinnen sein, es müssen Bladel drinnen sein, es muss Eiweiß drinnen sein. Es ist da einfach ein Blattgefüge da, das man sonst jetzt nicht so hat. Und Kräuter riechen, Leguminosen riechen. Die haben einen natürlichen Geruch, also wenn, ja eben wie ein Tee oder wie Kaffee, also was getrocknet ist. Im Gegenteil, wenn ich es vergleiche, Silage, vergleiche jetzt sage ich mal einfach mit Sauerkraut. Und das ist halt für mich der Punkt, wo ich sage, okay, wir haben ja was, das wo die Kuh vom Geschmack her auch schon lieber mag. Und selben geht es dann auch so, dass man sowas, dass man das einfach lieber riecht, das würde ich halt bei einer Silage bin, die dann mit irgendeinem Prozess, sage ich mal, wo stattfinden lässt, wo einfach nicht natürlich ist. Und dieser Blütenanteil, der ist ja halt auch wieder sehr gesund. Also man macht ja nichts anderes beim Tee, dass man die Blüten nutzt. Und das ist beim Rind das Gleiche. Also das sind halt einfach dann Extrakte, die die Kuh aufnimmt, die einfach gesund sind für sie. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass Heu gesünder ist als was anderes. Das ist ja schließlich das, was Kühe essen normalerweise, oder? Also ich meine Wiese. Genau, also die Heumilchkühe, die kriegen dann weniger Kraftfutter, kein Soja aus Brasilien, kein Sauerkraut. Ich dachte, der Sauerkraut ist doch gesund. Ja, aber wenn du dich 5 Jahre lang nur von Sauerkraut ernährst, weiß ich nicht genau, ob man da gesund ist. Ein aerobe Verdauer, also so wie wir auch in einen aeroben oder anaeroben Stoffwechsel kommen können, sind halt die in den aeroben Stoffwechsel drin, was halt einfach gesünder ist für das Tier. Das Heu ist aerob, das kennt man dann in der Tiergesundheit. Die Tierarztkosten sind runtergegangen, die Tiere werden dann älter. Also das kann man richtig messen, das ist ja interessant. Über Tierarztkosten. Ja, und auch, dass der Tierbestand viel älter wird als heute üblich, das ist schon bemerkenswert. Wobei man da schon auch schauen muss, was die für Kühe haben. Und die Holstein-Rinder, die werden halt eher nicht so alt wie jetzt so ein Murnau-Werdenfelser oder einfach das Braunvieh, das wir in der Region da ja kennen. Weil Leistungszucht ist halt zumindest jetzt gerade nicht unbedingt an hoher Lebenserwartung interessiert. Also, dass sie nicht sagen, wir wollen mehr Leistung oder wir wollen noch mehr Ertrag einfach haben, sondern wir wollen einfach, dass der Milchbestand älter wird. Der Viehbestand, nicht der Milchbestand. Das ist jetzt bei uns ein bisschen schlecht zum Sagen, weil wir seit 2014 einfach aufstocken. Ich hoffe, dass wir wieder auf das hinkommen, was wir vorher gehabt haben, also einen relativ durchgängigen alten Bestand. Da haben wir im Schnitt so 6,7 bis 6,8 Kalbungen gehabt pro Kuh. Der Durchschnitt in Bayern im Vergleich ist bei 2,2. Ja, man muss sich vorstellen, eine Kuh wird das erste Mal mit 1,5 bis 2 Jahren besamt und dann ist sie wie der Mensch 9 Monate trächtig und dann kommt das Kalb zur Welt und dann wird jährlich die Kuh wieder besamt und also alle Jahre kommt ein Kalb zur Welt, damit die auch weiterhin die Milchleistung hat. Eine Kuh kann ja bis zu 20 Jahre alt werden und das ist eine Hochleistungskuh, dass man sagt, die wird nur 4 Jahre alt und dann ist sie schlachtreif, ist schon... Aber man muss trotzdem mitbedenken, dass jeder Landwirt
rechnen muss, oder? Ich meine, ein Viehbetrieb ist ja kein Altersheim für Kühe oder sowas. Und es rentiert sich dann nämlich plötzlich doch finanziell, ohne gleich Altersheim zu sein, weil sie anders aufgestellt sind. Durch die Direktvermarktung zum Beispiel. Genau, aber das ist halt nicht allein, sondern man müsste vielleicht so ausdrücken, es lohnt sich auch finanziell, aber inwiefern sich das jetzt insgesamt auszahlt, das versteht man vielleicht schlecht, wenn man den Gewinn nur in Rentabilität misst. Oder anders gesagt, die jeweilige Art zu wirtschaften, also wie man diesen Betrieb aufbaut und führt, die ändert jeweils auch den Bezug, den man zu seiner Arbeit hat, zu den AbnehmerInnen und natürlich auch zum Tier. Eine mögliche Bezugsweise zu den Tieren ist die Kuh als Produkt, oder was? So. Also Fleischerzeugung. Lebende Kuh als Produktvorstufe. Ja, genau, das wäre eine Bezugsweise. Oder eben die Kuh als Apparat, als eine Maschine, die aus Gras Milch macht. Und wie man das mit Maschinen ja so macht, die was produzieren, die pflegst du auch. Hält man am Laufen, in Schuss. Genau, das ist halt so eine rationale, ökonomische Bezugsweise oder instrumentelle Bezugsweise, in der man möglichst emotional distanziert, den Kühen aber natürlich trotzdem gesundes und erträgliches Leben ermöglichen will, solange sie rentabel sind. Weil man eben rechnen muss. Naja, auf dem Kainshof rechnet sich's ja auch. Das ist einfach ein vollkommen falscher Widerspruch zu sagen, das eine ist entweder komplett rational und das andere sei dann irgendwie romantisch oder so. Das ist beides in gewisser Weise nicht zutreffend, sondern das ist einfach eine in sich stimmige Wirtschaftsweise, die die da entwickelt haben. Weil im Zusammenleben, in der alltäglichen Interaktion, da gibt es einfach noch weitere Aspekte. Und man lebt da ja zusammen. Also je älter die Kühe werden, desto länger hat man mit der Zeit verbracht. Und das macht einen Unterschied. Ja, das verstehe ich. Also man verbringt wirklich einen großen Teil seines Lebens mit den einzelnen Tieren, kennt deren, weiß nicht, Eltern, Großeltern. Genau, man hat eine soziale Beziehung zueinander. Und je nach Betriebsweise ist die Beziehung halt anders. Also ich hatte den Eindruck, es ist einfach ein individuelles Lebewesen und das merkt man schon an den Kindern, wo die uns dann eben durch den Hof oder den Stall geführt haben, jede Kuh mit Namen kannten und auch eine Lieblingskuh hatten und ja, hier, das ist die und das ist der. Jetzt darf man nur ihre Kühe sehen. Man hat einfach gemerkt, dass eine absolute Wertschätzung da ist, dem Tier gegenüber. Dass das nicht nur jetzt ein milchproduzierendes Objekt ist, sondern das ist jetzt die Bertha oder sonst irgendein Name und verschiedene Rassen auch drin. Ja, da ist die Braunvieh so und so und ja, die habe ich jetzt schon so und so lang und dass man einfach wirklich zu jedem einzelnen Tier, ich meine, 100 Stück ist jetzt doch schon eine gewisse Größe, aber doch zu jedem einzelnen Tier einfach einen Bezug hat. Wo wir bei Beziehungen sind, schauen wir doch mal auf die Beziehung der Tiere untereinander. Mutterkühe und Kälber. Ja, eine Kuh muss ein Kalb bekommen, damit es Milch gibt. Der große Unterschied. Normalerweise werden die Kälber sofort weggenommen von der Mutter. Unmittelbar nach der Geburt. Und das ist hier anders. Sie bleiben erstmal bei der Mutter. Und wie er es so schön erklärt hat, sie kommen dann quasi in den Kindergarten. Also sind bei einer Ziehmutter, bei einer Amme und lernen komplett anderes Sozialverhalten. Weißt du, was mir an der Stelle eingefallen ist? Ich habe meine Arbeit fürs Radio gemacht. Da habe ich diese Aufnahme eingespielt. Es geht immer so weiter, das ist eine endlose Aufnahme. Zu einer bestimmten Zeit trennt halt der Bauer die Kälber von den Müttern, die auf die Weide nebenan kommen, mit nur einem ganz dünnen Elektrozaunkabel dazwischen. Kälber und Mütter sind nur Zentimeter voneinander entfernt. Nach ein paar Tagen sind sie drüber hinweg. Muss man machen. Sonst gibt es keine Milch. Ja, und es ist auch wichtig, das zu wissen, wenn man Milch trinkt. Und es ist auch schön, diese Aufnahme zu hören, weil dadurch kriegen die Kühe jetzt hier auch mal eine Stimme in unserem Podcast. Aber man muss sich auch klar machen, Abstillen ist immer ein brenzlicher Prozess. Das wissen wir beide ja selber. Wir haben beide Kinder und haben das durchgemacht mit denen. Ja, wir vor allem aber auch unsere Partnerinnen. Ja. Und wann der richtige Zeitpunkt
gekommen ist, um abzustillen, ist immer eine schwierige Frage. Auf jeden Fall ist es bei uns, wie in der Landwirtschaft eben auch so, dass man einfach ein stimmiges Verhältnis dazu haben will, wenn man diese Entscheidung trifft, dass man die auf einer Grundlage treffen will, die nicht nur durch eine ökonomische Rationalität diktiert ist, sondern die sich für das Verhältnis, das man zu den Tieren hat und das man zwischen den Tieren wahrnimmt, halt einfach passend anfühlt. Und dabei geht es ja eben nicht darum, ihnen was vorzuschreiben, sondern es ihnen zu ermöglichen, auf ihre Tiere einzugehen und ihnen gerecht zu werden. Also normalerweise werden die Kälber sofort weggenommen, weil was will man haben von der Mutterkuh? Die Milch, die normalerweise dem Kalb zusteht, und deswegen wird das Kalb weggenommen. Die Kälber bekommen zwar die Milch, teilweise, also die ersten Tage von der Mutter, aber auch von den anderen Kühen, aber im Grunde will man keine Beziehung aufbauen lassen zwischen Kalb und Kuh, weil die in der Stallhaltung nicht möglich wäre. Die muttergebundene Aufzucht fördert das Sozialverhalten der Rinder. Die Kälber sind gesünder, weil sie dauernd trinken können und nicht diese Großmengen in Anführungszeichen aufnehmen müssen. Sie lernen ganz viel von ihren Eltern, dass einfach, oder von ihrer Mutter hauptsächlich, wie es fressen geht. Also die verdrängen auch schon groß, in Kleinstmengen verdrückt man das auch als Kalb schon. Das haut in der normalen Aufzucht nicht hin. Die normale Aufzucht ist, Kalb kommt aus der Kuh ins Kälber-Iglu, wird mit einem Eimer gedrängt, bekommt bestes Futter, beste Milch, alles recht und schön, aber lernt nichts im Sozialverhalten, im Umgang mit anderen. Es kommt dann nach ein, zwei Wochen, muss er jetzt miteinander gehalten werden in der Gruppe, also kommt es dann in den Kindergarten, aber ohne Kindergärtner. Und da bin ich halt die, so bei mir halten, also sprich die Kälber die ersten 14 Tage bei der Mutter und dann bei der Ami. Also ein Kind ohne jede Grundlage, was Sozialverhalten angeht, kommt in einen Kindergarten, ohne Kindergärtner. Viel Spaß. Ja. Dann sind die praktisch im Kindergarten oder bei der Ziehmutter und dann haben die die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen. Alle Kühe in seinem Stall sind Kühe, die Sozialverhalten richtig gelernt haben. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worum geht es jetzt genau? Um Sozialverhalten und in dem Zusammenhang jetzt auch um Hörner, um Härndl. Weil da kommt auch mit rein, das mit der Behornung, dass, also wir haben die Kühe enthornt, weil wir quasi Angst hatten, dass sie im Sozialverhalten oder gegenüber den Menschen einfach gefährlich werden. Und das lernen sie aber hier bei der Ammenhaltung oder muttergebundenen Aufzucht, lernen sie das Sozialverhalten wieder. Ich habe mal mit einem Biobauern gesprochen, bei Murnau, auf dem kleinen Hof, da war ich schon als Kind, damals noch nicht Bio. Aber da kannten auch schon alle Kinder alle Kuhnamen. Aber der Bauer jetzt meinte, er macht die Hörner ab, obwohl er es nicht gut findet, aber einfach, weil er Angst hat um die Augen seiner Kinder. Genau, und der Sepp, der hat jetzt eine Betriebsweise gefunden mit Heumilch, Mutterkühen, die länger leben, in der er das Problem für sich und seine Kinder gelöst hat. Und daran sieht man, diese Dinge, die greifen eben da alle ineinander. Die Betriebsweise und die Bezugsweisen, die alle zueinander haben. Sepp, die Kinder, die Kühe, die Kälber. Mein erster Eindruck war, dass das Familiäre, was am Hof wiedergespiegelt wird, dass das also mit die Kühe ist, also dass quasi die zweite Familie ist, weil doch jeder, egal ob jung, ob alt, gewusst hat, okay, das ist jetzt die Kuh, also das sind jetzt meine Pappenheimer, man kennt seine Pappenheimer mehr oder weniger, und so habe ich das empfunden und so ist auch schön zu sehen. Und das finde ich einen total zentralen Aspekt neben all den ökonomischen Rationalitäten, weil es kann ja nicht nur immer ums Überleben gehen gerade so, sondern es muss ja irgendwie auch um ein zufriedenes Leben gehen. Ja, stimmt. Es reden immer alle von New Work und der Wert von Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Aber bei Landwirten geht es immer nur darum, wie können die überleben, Subventionen, der richtige Milchpreis. Das ist ja auch alles total wichtig. Aber wenn wir ein gutes Leben in der Landwirtschaft fördern wollen. Darauf kommt es doch in Wahrheit an. Warum ist Spaß und Genuss immer nur für die Konsumentinnen reserviert? Aber hey, das Leben der Produzentinnen soll bitte nach rein ökonomischen Maßstäben gemessen werden. Bloß nicht romantisch werden. Tieren nur Namen geben, also naiv. Naja, was heißt da naiv? Ich meine, man arbeitet und man lebt mit Kühen. Und das sollte man auf keinen Fall als romantisch abtun, wenn man dann zu den Lebewesen, mit denen man da arbeitet und mit denen man lebt, dass man zu denen auch eine Beziehung hat, die über das rein Funktionale hinausgeht. Aber hey, ich kenne das auch. Man meint, man macht sich irgendwie glaubwürdiger, wenn man nur nicht zum Vergnügen arbeitet, sondern im Schweiße seines Angesichts. Das ist so ein Arbeiterethos. Das aber eigentlich ein ausgebeuteten Ethos ist. Ja, voll. Da haben wir im ersten Teil schon drüber gesprochen, in der vergangenen Folge über den Bohrhof.
Ist übrigens super spannend, was du da erzählt hast, wie der Begriff des Rationalen und des Romantischen historisch zusammengehören. Und dass die uns einfach heute bei der Transformation nicht weiterhelfen. Einfach. Ja, im Weg stehen. Und in den Debatten über Tierwohl und Ökonomie, da geht es einfach unter, dass es dabei ja auch um Zufriedenheit und Selbstbestimmtheit, also um das gute Leben in der Landwirtschaft gehen muss. Das gute Leben auch der Menschen. Genau, die Frage danach, die wird zu wenig gestellt. Der Soziologe Hartmut Rosa, der hat dazu geforscht und der hat wirklich super überzeugend rausgearbeitet, dass die ökonomische Ressourcenausstattung, klar, das ist eine Bedingung, aber die alleine, die ist nicht ausreichend. Zufriedenheit im Leben wird halt viel mehr durch einen stimmigen Bezug zu sich selbst, zu dem sozialen Umfeld, zu dem natürlich dann auch die anderen Tiere auf einem Hof gehören und zur Welt als Ganzem, wie man sich in der verortet sieht und fühlt. Davon wird es viel mehr getragen. Ich mag gut bezahlt werden, aber ich mag auch, dass die Arbeit Spaß macht und die Zusammenarbeit. Felix. Ja, also wir würden das sonst wohl nicht machen, wenn wir da nicht auch irgendwie die Wertschätzung bekämen oder die Erfahrung machen, dass das irgendwie gut funktioniert in der Zusammenarbeit. Und als Landwirt macht es natürlich genauso einen Unterschied, was du für eine Beziehung hast zu den Lebewesen, mit denen du lebst und arbeitest. Und es wird dem Menschen natürlich nicht gerecht, wenn man das dauerhaft ignoriert. Das kann einfach nicht gesund sein. Nee, und ich weiß auch genau, wo das hinführt, nämlich Burnout. Oder? Ja klar, Burnout ist auch in der Landwirtschaft natürlich ein wichtiges Thema, aber es ist extrem tabuisiert. Also der Sepp hat auch in unserem Gespräch öfter davon eben gesprochen, dass es schon natürlich viel braucht, also sowohl an Geld als auch an Mitteln. Es ist unglaublich viel Arbeit und Zeit, die man da reinsteckt. Und wenn man da nicht mit Herzblut und Schweiß dabei ist, dann macht das langfristig wahrscheinlich keinen Sinn. Also dann hält man das auch nicht so durch. Genau. Und das ganze System auf dem Kornhof, also all diese Beziehungen innerhalb des Betriebes mit Menschen und Kühen und nach außen durch die Direktvermarktung, aber auch zur Molkerei oder dem Metzger, der auch das Fleisch abnimmt. All das scheint grundsätzlich sehr befriedigend für alle zu sein. Also so wie wir eben aufgenommen wurden auf dem Hof, so werden natürlich auch die ganzen Leute, die dort Milch kaufen, aufgenommen und erleben das genauso herzlich und familiär, wie wir das eben erlebt haben. Und das ist natürlich unglaublich schön. Mhm. Die Wertschätzung eben zum Produkt und zu dem, wie die ihre Arbeit dort leisten, dieser ganze Betrieb, wird viel näher wahrgenommen. Und dadurch, dass der Betrieb dann auch näher wahrgenommen wird, macht das Ganze ja viel transparenter. So, wir haben es also gehört, welche Vorteile die Heufütterung, Mutterkuhhaltung nicht nur für die Kühe, sondern auch für die Menschen hat. Und das wird auch wertgeschätzt von den VerbraucherInnen, wenn sie informiert sind. Dann sind sie bereit, den Preis dafür zu bezahlen, den die beim Hof halt dafür brauchen oder halt nehmen müssen, damit die das so machen können. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt noch einen Vorteil. Die Klimabilanz. Heumilch hat gegenüber anderen Arten Milch zu erzeugen sehr wahrscheinlich eine sehr viel bessere Klimabilanz. Und das hat mit dem Boden zu tun. Ja, der Sepp hat ja einen ganzheitlichen Ansatz. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass den Tieren gut geht, dass den Menschen gut geht, dass man ein gutes Produkt hat, sondern eben auch, was passiert draußen auf dem Feld. Im Boden haben wir uns immer schon viel Gedanken gemacht und es ist in aller Munde, man muss CO2-neutral werden. Es ist halt dann möglich, wenn man Humus aufbaut und das ist unsere einzige Chance. Das fokussieren wir, wenn man bedenkt, dass man über dem Boden 2 Kühe ernähren kann. Wenn man den Boden richtig bewirtschaftet, dann sind 20 GV im Boden, sprich Regenwürmer, Amphibien, Insekten, wo man gar nicht denkt oder die man einfach nicht sieht. Baum macht es kurzzeitig, CO2 zu speichern, aber nicht auf dauernde Last. Das kann nur Humus. Von dem her muss man schauen, dass man Humus aufbaut und CO2-Produktion reduziert. GV habe ich nachgeschaut, heißt Großvieheinheit. Also ein Maß, um das Verhältnis von Vieh und Bodenfläche ausdrücken zu können. Aber hier geht es jetzt konkret um den Boden als Kohlenstoffsenke. Ja, das ist ganz lustig, weil er bezieht ja die GV hier nicht auf die Rinder, sondern auf die Lebewesen im Boden. Also er drückt deren Gewicht in Großvieheinheiten aus. Und die 20 GV, die sind einfach gigantisch. Also du bist so 0,1, 0,15 Großvieheinheiten, David. Ich?
Absolut, also der Sepp konzentriert sich eben auch darauf, Humus, beziehungsweise wenn wir mal auf den Boden aufs Feld blicken, Humus aufzubauen. Und eben was dazugehört, sind diese ganzen vielen Lebewesen, die sich eben da in der Erde verbergen, die wir so gar nicht mitkriegen und sehen. Aber was da passiert, ist unglaublich. Und dieser Humus ist einfach ein wahnsinnig toller und großer CO2-Speicher. Ja, sogar im Wald ist im Boden mehr Kohlenstoff gespeichert als im Holz, wenn er denn schon bewirtschaftet wird. Genau, und Dauergrünland mit eher extensiver Bewirtschaftung, wie jetzt zum Beispiel bei der Heumilch, die schneidet sogar noch besser ab als der Wald. Eine Kohlenstoffsenke, die nach Tee riecht. Und dagegen fällt der Acker aber total zurück, weil das Umbrechen halt jedes Mal wieder Kohlenstoff freisetzt. Und das ist super schwer, den Kohlenstoff im Boden daran zu hindern, dass der ausgast, zumindest unter der üblichen Nutzung. Ich sehe, du möchtest auf unser zweites Thema heute hinleiten. Ja, das machen wir doch so im Journalismus. Das Thema, das unsere dritte studentische Gruppe recherchiert hat, die haben einen Müller gefunden, der Terra Preta herstellt. Das ist eigentlich ein bisschen grobkörnigere Erde, würde ich es beschreiben. Ja? Also es ist gar nicht so spektakulär. Das sind Anna und Steffi. Also man könnte es von Weitem, sieht es aus wie Erde. So klumpige, lehmige Erde. Und das, was da durch ihre Finger rieselt, das ist Terra Preta. Ja, also wir waren in Habach, das ist im Landkreis Weilheim-Schongau. Und da waren wir an einer Mühle. In der Jaudenmühle. Auch in Oberbayern. Und haben den Ignaz Freisel interviewt. Der Ignaz Freisel ist eigentlich Müller von Beruf. Das ist, glaube ich, so ganz gut. Hat aber das Projekt Terra Preta als Pionier im Landkreis Weilheim-Schongau etabliert. Genau. Vielleicht magst du einfach mal anfangen zum Song Wer bist du eigentlich? Wo ist Samir? Ja, alles ganz gut benannt. Ich bin der Ignaz Freisel aus der Jaudenmühle bei Habach. Eben der Punkt, warum wir uns jetzt seit 2014 intensiv mit der Thematik Terra Preta und Pflanzenkohle auseinandersetzen, weil wir der Meinung sind, dass die Terra Preta ein wesentlicher Zukunftsbaustein sein könnte, um viele der gesamtgesellschaftlichen oder auch vor allem die umweltbetreffenden Themen verbessern könnte, im Speziellen auch aus der Landwirtschaft. Und das kann jeder Bauer bei sich auf seiner Fläche machen und eben relativ schnell nachweisbar oder relativ schnell ersichtlich deutliche Vorteile daraus ziehen. Okay, also lass uns gleich mal klären, was das genau ist, Terra Preta. Also der Begriff kommt erstmal aus dem Portugiesischen und das heißt einfach schwarze Erde. Das Schlüsselelement, und daher kommt eben auch der Name der Terra Preta, ist eben die schwarze Pflanzenkohle. Das ist nichts anderes wie karbonisiertes Pflanzenmaterial. Was ist Karbonisierung? Karbonisierung ist im Endeffekt die unvollständige Verbrennung von organischer Biomasse. Und das ist eben das Spannende an der Pyrolyse oder an der Karbonisierung, dass dieser Kohlenstoff eben durch diese Erhitzung in einen anderen Zustand, in einen biochemischen Zustand geführt wird, der ihn zu einem inerten Material werden lässt. Also sprich, wenn man dann eben vorher den Baum genommen hätte und einfach auf den Waldboden legt und verrotten lässt, dann passiert von nahezu das Gleiche. Ein ganz geringer Anteil vom Kohlenstoff geht so wieder in den Boden und bleibt als Dauerhumus bestehen in gewisser Weise, vor allem in ungestörten Ökosystemen oder in Wäldern, wo eine ungestörte Bodenbiologie vorhanden ist, so muss man vielleicht präzisieren. Aber ein Großteil geht natürlich wieder in die Atmosphäre. Und wenn ich aber eben diesen Kohlenstoff quasi durch Pyrolyse umbaue, dann bleibt dieser Kohlenstoff eben im Boden stabil. Das ist eben genau der Grund, warum in der Terra Preta eben diese alten Kohlenstoffgehalte findet und eben so schön nachweisen kann, weil eben dieser Kohlenstoff so wenig reaktiv ist, dass er auch unter krassen Bedingungen im Boden nicht mehr so leicht abgebaut werden kann. Mhm. Da wird also Kohlenstoff, den Pflanzen aus der Luft aufgenommen haben, als CO2, in Form von Pflanzenkohle im Boden gespeichert. Genau, und so wird der Boden zur Kohlenstoffsenke und zwar sogar noch dann, wenn er regelmäßig umgebrochen wird. Und da experimentieren viele Leute jetzt schon seit längerem mit rum, weltweit. Aber jetzt gerade kommt das Thema an. Beziehungsweise wird man halt darauf aufmerksam, wie vielversprechend das ist. Man kann jegliche Art von Abfallprodukt aus der Landwirtschaft nehmen und zu was Wertvollen umwandeln im Boden. Und dadurch entsteht eben die Terra Preta. Und es liegt ja auf der Hand, dass genau diese Ausgangsstoffe eben gerade in der Landwirtschaft total viel anfallen. Und das bedeutet, man kann solche Projekte direkt regional, lokal umsetzen oder könnte man. Und der Name, der kommt übrigens daher, dass man diese Technik bei archäologischen Grabungen in Lateinamerika entdeckt hatte
und so klären konnte, wie die dort in den Hochkulturen, in den damaligen, wo die extrem dicht in großen Städten gelebt haben, aber sehr unfruchtbare Waldböden hatten, wie die da die Ernährung sicherstellen konnten. Ich glaube, deswegen hat das auch so ein bisschen so einen esoterischen Touch. Du meinst jetzt wegen Mayas und Azteken und so? Naja, halt so. Und eine geheimnisvolle Technik aus dem Regenwald, die natürlich viel besser ist als unser industrialisiertes Dingsbums. Das sind halt schon so Marketingerzählungen, das fällt mir halt auf. Also steht auch übrigens auf Blumenerde inzwischen im Bioladen, habe ich gestern gesehen. Ja, manchmal steht sich das Marketing dann halt irgendwie auch ein bisschen im Weg, weil man will ja raus aus dieser Nische. Und das ist ja genauso wie bei der Permakultur, das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon. Das löst ja dann bei den Stellen Widerstände aus, die man eigentlich braucht, um das zu skalieren, um das wirklich in große Breite zu holen. Und da braucht es dann halt einfach Forschung und Belege. Oder halt Leute, die in ihren Betrieben zeigen, dass es sich ökonomisch lohnt. Und genau diese Verschiebung können wir bei der Terra Preta gerade beobachten. Dann lass uns das jetzt mal zusammenbringen, weil es gibt ja zwei Sachen, die an der Terra Preta offenbar bemerkenswert sind. Einmal ist sie Kohlenstoff, der im Boden bleibt. Und aber deswegen haben die Mayas und Azteken das ja nicht gemacht. Nein, weil die den Boden fruchtbarer macht. So, und das müssen wir erklären. Warum macht Kohle den Boden fruchtbar? Weil Kohle ist ja kein Dünger. Ja, die Pflanzenkohle selber nicht. Die reichert man dann ja noch mit Nährstoffen an und die bringt man dann in den Boden. Also durch die Pflanzenkohle kann man die im Boden binden. Und es geht deswegen so gut, weil man die vorher zu einem Pulver zermahlt. Und dieses zermahlene Pulver, das kann einfach total gut Nährstoffe und Feuchtigkeit aufnehmen und lange speichern im Boden. Das macht ja auch Sinn, dass es dann Müller macht. Wenn man sich das in der Elektronenmikroskop anschaut, dann ist eben diese Pflanzenkohle extrem porös und hat eine sehr, sehr hohe Oberfläche. Also man spricht da je nach Temperatur von Oberflächen von 2 bis teilweise 500 Quadratmeter pro Gramm Kohle, also so viel wie zwischen zwei Fingern einpasst. Und man muss sich eben vorstellen, wenn quasi eben da größere Mengen Kohlenstoff im Boden eingebracht werden, dann habe ich dann dadurch eine extreme Erhöhung der Oberfläche und der Luftporigkeit der Meso- und Makroporen im Boden, wo sich eben Bakterien, Pilze, Bodenlebewesen zum einen einnisten können, aber auch gleichzeitig eben, und das hat eben auch mit den elektrochemischen Eigenschaften oder elektrobiologischen Eigenschaften der Pflanzenkohle zu tun, eben auch Wasser und eben vor allem Nährstoffe in der Pflanzenkohle sich sehr, sehr gut anreichern und bilden lassen. Das ist jetzt also die Perspektive, aus der er auf die Landwirtschaft schaut. Er ist ja Müller in der 6. Generation und bin eben auch gelernter Müller, einer der wenigen, die diesen Beruf noch ausüben. Und bringt trotzdem mehrere Perspektiven mit ein. Wir machen ja seit über 15 Jahren eigentlich biologischen, bäuerlichen Gartenbau. Also meine Frau hat das quasi von Kind auf schon mitgekriegt oder das Wissen auch schon gehabt und ich eigentlich auch so ein bisschen mit meiner Oma mitgartelt. Und jetzt haben wir halt eigentlich wieder irgendwann einmal begonnen, die traditionelle bäuerliche Bewirtschaftung, die an sich ja wirklich schon sehr effizient ist, nochmal zu kombinieren mit neueren Methoden oder wiederentdeckten Methoden. Da war halt neben der regenerativen Landwirtschaft, dieser ein wichtiger Teilaspekt ist, oder auch die Bewirtschaftung mit Arbeitspferden, die wir ausschließlich machen. Und unser Hauptgeschäftszweig ist nach wie vor eben auch der Mühlenbetrieb, den man an diesem Standard schon seit über 1000 Jahren besteht und kontinuierlich für die Bevölkerung vor Ort die Bedürfnisse befriedigt sozusagen. Früher Sägewerksbetrieb war und Mehlmühle und heute Mischfutter, vor allem konventionell, das gentechnikfrei ist und eben auch biologisches Mischfutter produziert wird. Die Rohstoffquellen sind überwiegend regional und das ist genau unsere Philosophie, aus der Region, für die Region die Sachen bereitzustellen, die wirklich wichtig sind und die Landwirtschaft dabei zu unterstützen, weiterhin überlebensfähig zu bleiben. Das ist ja auch echt schillernd erstmal für mich, also wo ich mich nicht so gut auskenne. Ich habe mir das Portfolio jetzt nochmal genauer angeschaut. Also er macht aus Pflanzenkohle so eine Art Einstreu, die man mit Mist oder Gülle vermengen kann, sodass es fermentiert. Oder man streut es in den Stall, sodass es so im Mist landet. Aber er kann die auch mit Kraftfutter vermischen. Das ist dann sogar richtig schwarz und wird richtig gern gegessen, heißt es auch da. Das finde ich einfach irre. Also das heißt, schwarzes Kohlefutter durch die Kuh in den Mist aufs Feld. Wow. Und weil zwar ziemlich viele Leute inzwischen erkannt haben, dass das echt eine gute Idee sein könnte, es aber eben noch nicht so etabliert ist, malt der Faisal nicht nur Kohle, sondern der engagiert sich außerdem. Und zwar, um da die Bahn freizubekommen. Der Kostenfaktor ist ein wesentlicher Hemmschuh und
die fehlenden wissenschaftlichen Ergebnisse ist der zweite, und der dritte ist einfach auch die Bekanntheit oder das Verständnis darüber. Weil man muss schon ein paar Sachen wissen und beachten, dass es auch funktioniert. Seine Vision ist es, die Landwirtschaft aufzuklären, die Erforschung anzuregen, also Therapreta bekannt zu machen. Und eben die technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen so weit zu beeinflussen, dass diese eben zukunftsträchtige Vision eines flächendeckenden Therapreta-Einsatzes auch wirklich so Fuß fassen kann, wie es das teilweise sich so gerade jetzt halt auch im Oberland anleiten wird. Also wie gesagt, mittlerweile ist es im Oberland durchaus eben schon sehr bekannt. Und er sagt, so viel Geld braucht es gar nicht für die Erforschung und die Subventionen der Herstellung von Therapreta. Wenn man eben einen Bruchteil der Allgemeinkosten, die der Staat momentan an Grundwasserschutz, an biologischer Renaturierung, an Vielfalt, an landwirtschaftlicher Subvention, an anderen Unterstützungsmaßnahmen, um die Ernährungssouveränität zu gewährleisten. Wenn man davon einen Teil in Forschung und Produktion stecken würde, würde man am Ende sogar Geld sparen. Also was sieht man eigentlich, wo wirklich eigentlich die Reichtümer dieser Welt liegen, das sind nicht Gold und Silber, sondern das sind wirklich Agrarprodukte und Lebensmittel. Und tatsächlich, es gibt auch bereits die ersten industriellen Anlagen, die in der Verarbeitung anfallende Pflanzenreste direkt karbonisieren und dann als Pflanzenkohle zur Bodenverbesserung oder als Futterbeigabe verkaufen. Und es gibt europaweit Zertifizierungsstellen, die bescheinigen, wie viel CO2 ein Pflanzenkohleprojekt im Boden bindet, um Negativemissionen zu belegen. Und da geht es dann plötzlich um das Handeln mit CO2-Zertifikaten. Und wenn man jetzt große Landwirtschaftsflächen hat, dann ist es plötzlich eine ganz neue Einkommensperspektive. Vielleicht sollte man noch mal kurz dazu sagen, was eigentlich so wichtig ist an negativen Emissionen. Also negative Emissionen heißt ja quasi, dass man nicht emittiert, kein CO2 in die Luft entlässt, sondern dass man aus der Luft CO2 rausholt und es irgendwo fest speichert, bunkert, dass es auch wirklich nicht mehr rauskommt. Und das ist deswegen so wichtig, weil, was leider nicht so bekannt ist, sämtliche Szenarien vom Weltklimarat, wo wir landen könnten, also 1,5 Grad, 2,3, die gesamte Idee von Einhaltung von Klimazielen und über diese ganzen Sachen, über die geredet wird, die funktioniert jetzt schon nur, wenn wir total viel CO2 aus der Luft rausholen. Und also das ist nicht irgendwie auch nur so ein nettes Extra oder irgend sowas, sondern wenn wir das nicht schaffen, dann können wir es mit 1,5 Grad, aber auch mit 2 oder 2,3, 2,5 sowieso einfach vergessen. Das wird nichts. Und weil keiner so richtig weiß, wie das eigentlich gehen soll und alle technologischen Vorschläge dafür eigentlich überhaupt nicht skalierbar erscheinen und viel zu teuer, ist so eine Idee, dass man einfach auf so eine simple Art und Weise CO2 im Boden speichert und dadurch negative Emissionen kreiert, total interessant. Und Geld verdienen kann man dadurch über die Zertifikate, weil anstatt dass man sich Emissionsrechte erkauft, kriegt man in dem Fall Geld dafür, dass man Emissionen aus der Atmosphäre rausholt. Und trotzdem ist es alles in der Praxis auch noch immer eine Nische. Also das würde ich jetzt eben für Therapreta schon nicht mehr sagen, weil da würde ich sagen, da sind wir genau am Übergang raus aus der Nische in so eine breitere Anwendung. Und zwar sieht man das daran, dass einfach Gelder für Forschung freigemacht werden, dass Forschungsprojekte jetzt schon laufen. Die Effekte auf Bodenfruchtbarkeit und Klimabilanz werden zum Beispiel aktuell in einer groß angelegten Studie der TU München gemessen. Und 2014 gab es auch schon eine größere Metastudie vom Umweltbundesamt. Das heißt, Forschung wird jetzt schon betrieben. Aber parallel zu der Forschung werden auch schon Unternehmen gegründet und investieren Leute in die Entwicklung von den Industrieanlagen, die man dafür braucht. Wirklich im großen Stil. Du hast doch von diesem Unternehmen in Hamburg erzählt. Was machen die Kohle? Erzähl doch mal. Genau, das sind Unternehmen, die Abfallprodukte aus der Schokoladenproduktion, also diese Kakaoschalen, in Pflanzenkohle umwandeln, und da fällt wahnsinnig viel an. Also es ist wirklich eine große industrielle Anlage. Direkt im Hafen, ne? Im Hamburger Hafen. Und die verkaufen die Pflanzenkohle jetzt schon für die Herstellung von Therapreta als Beigabe zu Futtermitteln für Tiere. Das heißt, die verdienen damit jetzt bereits ihr Geld. Und da hat er echt Sendungsbewusstsein, der Freisel, muss man sagen. Zum einen bin ich Gründungsmitglied in der sogenannten Therapreta Partnergenossenschaft, die eben auch mit maßgeblich vom Joachim Böttcher initiiert wurde, der sich damals eben auch diese Technik der Therapreta Herstellung patentieren hat lassen, mit dem Hintergrund eben
sie vor dem Zugriff von Großkonzernen zu schützen, die eben dann diese Technik eventuell auch entweder missbrauchen oder eben diskreditieren würden. Dann bin ich natürlich bestens vernetzt mit der Landwirtschaft hier vor Ort, also mit den diversen Bauernvereinigungen, die es halt gibt, die halt immer wieder mal gern zu Hofexkursionen bei uns kommen. Oder wir werden auch immer wieder eingeladen, einfach zu Vorträgen bei Obst- und Gartenbauvereine, wenn die Versammlung haben, oder einfach auch im Rahmen von Sachen wie Klimafrühling oder Humuswoche Oberland. Er hat die Idee aufgegriffen und halt hier irgendwie weiterentwickelt und angewendet und setzt sich eben auch dafür ein, dass das halt nicht nur hier in Bayern bekannt ist, sondern in ganz Deutschland, damit ganz Deutschland davon profitieren könnte. Und deswegen ist ja wie so Öffentlichkeitsarbeit, die er halt macht mit den Vorträgen und dass er Schulen einlädt, und das ist halt ein super wichtiger Teil, dass eben die Öffentlichkeit davon halt auch erfährt, dass man sich einsetzt und so Genossenschaften bildet und so. Naja, als Pionier muss man meines Erachtens auf alle Fälle die Leidenschaft für etwas haben und die Leidenschaft eben, wie schon gesagt, nach außen tragen. Und das macht der Ignaz sehr gut. Er hat einfach ziemlich viel Fläche und kann die Leute zusammenbringen mit kleinen Feiern oder wie auch immer, wo man sich aber eigentlich am Ende auch über Dinge wie Terra Preta einfach austauscht, die Erfahrungen teilt und zusammen überlegt, wie es denn machbar wäre, zum Beispiel Pflanzenkohle selbst zu produzieren. Also der Ignaz ist da sehr kommunikativ und das macht einen Pionier meines Erachtens auf alle Fälle auch aus, die Kommunikation nach außen. Für mich muss ein Pionier auch einfach mutig sein. Also da können schon Ideen, Gedanken, Tatsachen vorhanden sein, die es einfach schon gibt, aber er muss den Mut haben, diese eben auch umzusetzen. Also, was braucht es? Neue Wege, die sowohl neue Wege für die Landwirtschaft sind, die sich im Umbruch befindet, in der Transformation, hoffentlich, weil sie sich als Akteur im Ökosystem einfach verändern muss, aber als Wege, die für andere begehbar, und zwar sicher begehbar sind, also auch ökonomisch tragfähig. Einen Heumilchbetrieb und eine Futtermühle mit Terra Preta Special haben wir heute kennengelernt. Was ja auch zusammengehen kann. Und kennengelernt haben wir die Vorteile von Direktvermarktung als ökonomischer Baustein, Betriebsgröße, also Betriebskleine als Vorteil, hochwertige Produkte als Differenzierungsstrategie, könnte man sagen, der Vorteil gesunder Tiere, der Vorteil für die Milchtrinker, einschließlich der Kälber, Bodenschutz durch Bewirtschaftung, Geld verdienen mit Klimaschutz. Habe ich was vergessen? Naja, Spaß an der Arbeit, gute Beziehungen zur nächsten Generation und zu den AbnehmerInnen und der Hof als lebenswerter Ort für alle, die da leben, groß werden, arbeiten und dass gangbare Wege bereitet werden, damit landwirtschaftliche Betriebe, vor allem die bäuerlichen, nicht unter die Räder kommen. Ja, und dank dir, David, dass du uns da drin unterstützt hast, jetzt nicht nur mit deiner Erfahrung aus dem Radio und die Studierenden da angeleitet hast, wie die das machen, sondern auch jetzt hier, während wir das hier einsprechen, parallel quasi hier die ganze Technik fährst und immer Aufnahme drückst. Das ist nämlich schon relativ anspruchsvoll, aber natürlich auch die ganzen Inhalte, die du einfach mit einbringst, weil du in diesen Themen einfach schon lange auch als Journalist arbeitest, dich auch auskennst und da einfach auch Leidenschaft hast, die du da mit einbringst. Das merkt man auf jeden Fall. Das ist auch wirklich so, dass ich da einfach viel Spaß daran habe hier mit dir, und das haben wir ja vorhin schon geklärt, dass das eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass es mir gut geht. Mit Sicherheit einen gewissen Pioniergeist, dass man einfach Sachen ändert und dass man nicht einfach immer dem gleichen Hemd nachläuft, wie es jeder macht, nur weil es jeder so macht und nur weil irgendwer mal gesagt hat, das ist gut. Das heißt noch lange nicht, dass das jetzt bei uns das Beste oder das so ist, sondern einfach dann mit sich selbst und mit der Umwelt so zufrieden sein, dass man sagt, okay, man hat was geschafft, das anderen ja auch hilft. Und es ist definitiv so, dass man durch das einfach, sage ich mal, dann glücklicher und zufriedener ist. Dieser Podcast entsteht im Rahmen des Forschungsprojektes Natur-Land-Wirtschaft an der Katholischen Stiftungshochschule in Benediktbeuern bei der Professur von Michael Spieker. Das Projekt ist finanziert durch das Bayerische Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Danke an alle Studierenden von dem Seminar.
die ProtagonistInnen, die so bereitwillig da mitgemacht haben und uns in ihr Leben reingeholt haben und uns ihre Geschichten erzählt haben. Das Konzept haben entwickelt Felix Remter und David von Westfalen. Schnitt und Tonbearbeitung David von Westfalen. Aufgenommen im kostenlos zur Verfügung gestellten Studio der Firma Primate Visions in München im April 2023.